Ach, guck ihr an. Das ist ein bisschen nicht schön gelöst. Da sind wir wieder, liebe Leute, zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2, One Level Per Day. Friendly Snow Dreams von Evie. It's cold, but a happy winter. Wieder ein Schneelevel im Super Mario Brothers Stil. Eine Abschlussrate von 6,66%. 2 von 10 Leuten haben es geschafft und 30 Versuche gab es. Ein Herz hat es bisher bekommen. Das ist aber wirklich schon hart, ein Herz so, ne? Naja gut, wir gucken uns das Ganze mal an. Ah, schon wieder ein Schneelevel, ey. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt erst ein Schneelevel hatten, ne? Passt aber auch in den Winter. Moment, da ist eine Ranke. Eine Röhre. Moment, halt, stopp. Ach, guck ihr an. Das ist ein bisschen nicht schön gelöst. Weil wenn die nämlich von Bedeutung sind, diese roten Münzen, dann ist das nämlich ärgerlich. Oh, komm. Ach, komm. Eine Münze fehlt mir. Ah, da ist er. Ah, super. So. Ja. Ah, da haben wir die Münze. Münze, Münze, Münze. War trotz alledem, was das angeht, schön gelöst. Oh mein Gott, ein Cheep-Cheep. Der runterfällt. Es ist so ein Troll-Cheep-Cheep, oder? Und ein Checkpoint. Das heißt also, man müsste hier komplett zurückgehen, wenn diese roten Münzen von Bedeutung wären. Ich könnte jetzt da oben rüber, aber nein, ich kann den Schalterpalast drücken. Den Schalterpalast. Sind wir jetzt hier bei Legend of Zelda? So. Ja. Ah, perfekt platziert. Also, wenn man die 50er Münze haben möchte, hier kriegt ihr sie. Das sieht schon fast nach Ziel aus. Die roten Münzen wären echt von Bedeutung gewesen. Wow. Schade ist, dass man nicht nach ganz oben kommt. Muss ich sagen, das mindert so ein bisschen den Spaß für die 100 Mario-Herausforderung, muss ich sagen, für die Endlos-Herausforderung. Nichtsdestotrotz war es ein doch sehr schönes, durchdachtes Level. Also bisher gefallen mir die Snow-Level irgendwie sehr gut, auch weil es wirklich durchdacht ist. Selbst wenn ich das mit den Münzen ein bisschen, naja, fand, gerade weil halt die Wolken sich so komisch bewegt haben, aber dafür kann halt der Ersteller nichts, oder die Erstellerin. Muss ich sagen, hat es mir doch sehr gut gefallen. Also von dem her, danke fürs Einsenden. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin dein Trohrein. Tschüss.